Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate der Kalenderwoche 6 vom 4. Februar bis zum 10. Februar 2019. Zu sehen sind Aufnahmen vom 4. Februar 2019, heute Morgen um 8:30 Uhr circa. Im Waldstück in der Nähe von mir habe ich selber aufgenommen. Nach einem verschneiten Sonntag im Osten Deutschlands, von Bayern bis Brandenburg, ist es in den Morgenstunden in der neuen Woche größtenteils sonnig bis heiter. Nur in Bayern halten sich die Wolken bis zum Sonnenaufgang zäh. Dies ist auch in der Lausitz der Fall. Rasch zieht aber ein neues Niederschlagsband aus Nordwesten kommt ins Land hinein. Dabei regnet es oder sprühregnet es in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. In Schleswig-Holstein können nochmals Flocken fallen. Im Südosten Bayerns bleibt es am freundlichsten. Von Berlin bis zum Harz werden verbreitet bis 5 Grad erreicht, sonst liegen die Höchstwerte zwischen plus 0 und plus 3 Grad. Im Bayerischen Wald bleibt es bei höchstens minus 2 Grad frostig. In der Nacht zum Dienstag schneit es von Schleswig-Holstein über Mecklenburg-Vorpommern weiter. Dies kann aber im Verlaufe der Nacht in Regen sich umwandeln. Im Süden und in der Mitte beginnt der Tag sonnig bis wolkig. Im Norden bleibt es bewölkt. Im Westen Nordrhein-Westfalens und am Oberrhein bis in die Pfalz werden plus 7 Grad erreicht. Sonst eher plus 2 bis plus 4 Grad. Kältepol Deutschlands bleibt der Bayerische Wald. Frühlingshaft geht es auch am Mittwoch weiter. Bei Werten um 11 Grad genießt man am Oberrhein die Sonne. Sonst ist es verbreitet wolkig, im Südosten setzt sich zäher Nebel fest, der erst am Nachmittag verschwindet. Im Norden hingegen regnet es größtenteils, örtlich auch stark, bei Werten zwischen 3 und plus 6 Grad. In den südöstlichen Mittelgebirgen werden nur örtlich leichte Plusgrade erreicht. Der Trend: Es ziehen mehrere Regenbänder am Donnerstag von West nach Ost. Örtlich kann es im Nordrhein-Westfalen am Abend gewittern. Diese setzen sich in der Nacht fort. Im Harz fällt in der Nacht zum Freitag etwas Schnee. Sonst ist es überwiegend bis leicht bewölkt, bei Werten zwischen plus 4 und plus 9 Grad. In den südöstlichen Mittelgebirgen werden Werte zwischen minus 1 und plus 1 Grad erreicht. Am Freitag ziehen immer wieder Schauer und Gewitter durchs Land. Dazwischen sind aber auch trockene und auch heitere Abschnitte vorhanden. Vor allem von Nordrhein-Westfalen bis Brandenburg ist das Gewitterrisiko am höchsten. Im Süden bleibt es am freundlichsten bei Werten zwischen 7 und 10 Grad. Sonst sind verbreitet 3 bis 8 Grad erreichbar. Am Samstag wird es nördlich des Mains eher regnerisch, bei plus 7 bis plus 11 Grad. Im Süden ist es leicht bewölkt, bei plus 3 bis plus 9 Grad. Nur am südlichen Rhein sind sogar Werte bis 14 Grad möglich. Am Sonntag werden am Rhein erstmals plus 16 Grad erreicht. Dies ist für den Februar eindeutig zu mild. In der Kalenderwoche 7 geht es laut Trend wieder leicht zurück mit den Temperaturen. Aber das erfahren wir erst am nächsten Sonntag. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und startet gut in den Tag. Euer Cedric. Tschüss.